Um mit dem Arduino anzufangen, brauche ich, Sie werden es erraten, natürlich einen Arduino und ich brauche ein USB-Kabel, in dem Fall ein USB-B-Anschlusskabel, um den Arduino mit dem PC zu verbinden. Das war es dann schon als Mindestausstattung. Es macht allerdings relativ wenig Spaß, denn der Arduino bringt ja von sich aus keine Ein- und Ausgabegeräte mit. Die muss ich erst anschließen. Ich habe hier mal ein paar verschiedene dieser Sensoren und Aktoren mal zusammengesammelt, die wir auch im Laufe dieses Trainings verwenden werden. Wir haben hier ein LCD-Display, wie Sie es beispielsweise von einem Fahrkartenautomat kennen. Das werden wir an den Arduino anschließen. Ich habe hier so eine 7-Segment-Anzeige, wie man das beispielsweise von Radioweckern oder sowas kennt. Wir werden einen Temperatursensor anschließen, der sieht so aus. Wir werden Funksteckdosen mit dem Arduino schalten. Und wir werden RFID-Chips auslesen, wie Sie es vielleicht von der Firma kennen oder diese RFID-Karten aus der Mensa. Die werden wir eben hier mit dieser Platine hier auslesen. Zum Basteln, da eignet sich oftmals ein sogenanntes Steckbrett. Diese Steckbretter sind so aufgebaut, dass hier diese einzelnen Löcher hier miteinander verbunden sind, immer von oben nach unten, sodass ich hier beispielsweise eine Schaltung aufstecken kann. Hier kommt eine kleine LED hinein und wenn ich jetzt hier diese Jumper-Kabel, so heißen diese Kabel, hier auf Deutsch heißen sie Steckbrücken, wenn ich die jetzt hier auch noch gleichzeitig einstecke, dann kann ich hier kleine Schaltungen sehr schnell aufstecken, ohne dass ich einen Lötkolben brauche. Das haben wir hier gemeinsam noch mit ein paar Widerständen. Gibt es das im Endeffekt auch als Set? Ich kann Ihnen empfehlen, dass Sie einfach im Internet nach Arduino Starter Kit suchen und dann schauen Sie einfach, welches Starter Kit für Sie preislich das Ideale ist. Sie können aber auch, so wie es ich gemacht habe, sich die einzelnen Bauteile einzeln zusammenkaufen. Ist nicht immer unbedingt billiger, macht aber mehr Spaß, weil man natürlich selber ein bisschen rumsuchen kann. Der Arduino wird mit dem USB-Kabel auch mit Strom versorgt. Das heißt, solange das USB-Kabel eingesteckt ist, brauchen Sie keine extra Stromversorgung. Sie können sich aber auch hier diesen Adapter für so eine 9-Volt-Blockbatterie kaufen und dann können Sie den Arduino auch zum Beispiel mit einer Batterie betreiben oder Sie kaufen sich ein 9-Volt-Netzteil, dann sind Sie unabhängig von diesem USB-Kabel. Ja, das ist mal so die Hardware-Anforderung und wenn wir jetzt damit anfangen wollen zu programmieren, dann machen wir nichts anderes, als dass wir den Arduino an den Computer anschließen mit einem USB-Kabel und alles Weitere schauen wir uns dann jetzt mal auf dem Computer direkt an.